Villa von Breitenstein-Aue, Mannheim-Niederfeld, Mittwoch 19 Uhr. Valerie von Breitenstein-Aue hatte die illustre Gesellschaft mit ausgesuchter Freundlichkeit an der edelgeschwungenen Türe der Villa willkommen geheißen und führte Michaela Cordes, Gerd Hemmerich und Staatsanwalt Becker in einen holzgetäfelten Salon mit einem dichten dunkelgrünen Teppichboden. »Darf ich den Herrschaften etwas anbieten? Kaffee vielleicht? Mein Mann ist sicher gleich für Sie da.« »Danke, aber nein, danke, Valerie.« Staatsanwalt Becker verabschiedete die Gastgeberin mit einem vollendeten Handkuss. »Sie kennen sich?« Michi machte es sich auf einem der ausladenden Chesterfield-Sofas bequem. »Und ob? Gotthold und ich sind Studienfreunde. Ich möchte für Sie hoffen, dass Sie einen sehr guten Grund haben, einen derart angesehenen Kollegen außerhalb des Protokolls zu belästigen.« Hemmerich verdrehte verständnislos die Augen. Die Oberkommissarin hatte ihn umgehend nach der Soko-Sitzung angerufen und ihn mitten im Disput mit dem Staatsanwalt erreicht. Becker hatte gar nicht zuhören wollen und darauf bestanden, dabei zu sein. Gerade so hörbar öffneten sich zwei Schiebetüren, die offenbar in das Büro des Anwaltes führten. »Hallo Erich, welch angenehme Überraschung!« Breitenstein hatte sein Jackett seit dem Nachmittag gegen eine weinrote Hausjacke eingetauscht. »Oh, Frau Cordes, Sie kommen sicher, um sich für Ihren peinlichen Auftritt heute Nachmittag zu entschuldigen?« »Schön, dich zu sehen, Gotthold. Einig und treu.« Erich Becker buckelte in Richtung seines Studienfreundes. »Einig und treu«, erwiderte dieser. »Ich hoffe, du bist im Januar beim Altherrenessen dabei, Erich.« Michi hatte sich zwischenzeitlich von dem altenglischen Sitzmöbel erhoben und starrte die zwei Männer grimmig an. »Wenn die beiden Herren dann soweit wären mit dem Huldigen?« Becker nahm sofort seine bekannte Gesichtsfarbe an. »Was erlauben Sie sich?« »Jetzt halten Sie mal die Luft an, Becker.« Michi wurde keß. »Die Frage hier ist, was sich Ihr Studienkollege erlaubt. Und nein, Herr von Breitenstein-Aue, ich bin ganz sicher nicht hier, um mich zu entschuldigen.« Kriminalrat Hemmerich war ernsthaft bemüht, ein breites Grinsen zu unterdrücken, während von Breitenstein und Becker Maulaffenfeil hielten. »Mir ist heute Nachmittag schon das Pflaster an Ihrem Hals aufgefallen, Herr Anwalt. Michi ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. Sie haben ständig daran gerieben. Verraten Sie uns, woher die Verletzung kommt?« »Ich habe mich beim Rasieren geschnitten. Wieso wollen Sie das wissen?« »Wo waren Sie eigentlich in der Nacht vom vergangenen Samstag auf Sonntag?« »Frau Cordes, jetzt gehen Sie endgültig zu weit.« Auf Beckers roter Glatze bildeten sich dicke Schweißperlen. »Lass es gut sein, Erich. Soll sich deine Kollegin doch quoram publico blamieren? Ich war zu Hause.« »Ihre Frau kann das selbstverständlich bezeugen.« »Nein, das kann sie nicht. Sie war übers Wochenende bei ihrer Schwester. Verraten Sie mir endlich, worauf Sie hinaus wollen?« »Gerne, Herr Anwalt. Wissen Sie, beim Vögeln...« Alle drei Männer schauten Michi entgeistert an. »Nennt man das in Ihren Kreisen anders?« »Gut, nochmal. Beim Kopulieren hinterlässt man Spuren. Sperma, Vaginalsekret, Schweiß und, wenn es heftiger zur Sache geht, sogar Haut. Die Spurensicherung hat am Sonntagmorgen unter den Fingernägeln der ermordeten Ariane Götz Epithelgewebe gefunden. Und jetzt raten Sie mal, wem diese Haut gehört.«